Stromrechnung ungewöhnlich hoch, was soll ich tun? Die Energieberatung Salzburg bietet eine Stromberatung an, welche die gemeinen Stromfresser ermittelt und aufdeckt. Ja, es ist oft im Zuge der Stromabrechnung ein Erwachen, ein manchmal eben böses Erwachen bei Kundinnen und Kunden, dass auf einmal die Stromrechnung massiv gestiegen ist, respektive der Verbrauch im Hintergrund gestiegen ist. Und wir helfen in der Analyse, die eventuell versteckten Stromverbraucher zu entdecken. Als erster schicke ich mir die Kunden so eine Checkliste, wo ich ein paar Punkte abfrage, eben typische Verbraucheropfer und auch unter anderem auch ein Stromtagebuch führen lasse. Stromtagebuch, das ist einfach damit gemeint, dass man zweimal am Tag bitte den Stromzähler aufzeichnet, am Tag und am Abend, immer zur gleichen Zeit. Dann kann man eben einschätzen, ob der Verbrauch am Tag und in der Nacht normal ist. Und der Kunde selbst bekommt auch ein Gespür, wann er den Strom verbraucht. Und ich habe ab und zu wirklich schon positive Rückmeldungen, dass Kunden, nachdem sie das Stromtagebuch geführt haben, selbst schon drauf gekommen, genau da ist mein Verbrauch her, das ist die Ursache und das sind freudige Erlebnisse. Anschließend an das Tagebuch ermittelt der Berater oder die Beraterin die sogenannten Stromfresser und führt telefonisch ein Gespräch mit dem betroffenen Haushalt. Meistens Grund für den Stromverbrauch sind neu angeschaffene Geräte, also vielleicht im Schirm, zum Beispiel so ein Infrarotpanel. Das hat man jetzt gekauft, steckt beim Winter, über die Wintermonate ein. Und nachher im Sommer oder im Frühjahr, wenn man die Abrechnung kriegt, hat man das nicht mehr am Schirm, dass man das gekauft hat. Und das verbraucht natürlich Strom. Und da kann man, das sind Sachen, wo man helfen kann und nachher erklären kann, woher der Stromverbrauch kommt. Und dann die Kunden auch sehr zufrieden, wenn sie herausgefunden haben, ja, es wird tatsächlich verbraucht und ist nicht irgendwo flöten gegangen oder mir ist eine falsche Abrechnung gestellt worden. Auch das Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner hat einen großen Einfluss. Homeoffice ist gleich mehr Strom, Pension ist ebenfalls gleich mehr Strom und so weiter. Die klassischen Anfragen zum Stromthema, also zu den Möglichkeiten, Strom und damit auch Stromkosten einzusparen, können wir inzwischen durch das verstärkte Büroteam, wir haben eine verstärkte Technikeinheit seit einem guten Jahr, direkt abwickeln, also sehr unkompliziert und am direkten Weg auch die entsprechenden Fragen stellen, um versteckte Verbraucher zu identifizieren. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburggv.at/energieberatung.